to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Heute möchte ich euch mitnehmen auf den Markt in Akadam Nuai. Und zwar der Markt, der immer dann stattfindet, wenn hier ein Großbuddha-Tag ist. Heute ist Großbuddha-Tag, also Wan Pa. Und dort möchte ich heute mit euch hingehen, weil ich einfach jetzt die Vermutung habe, dass heute unter der Woche dort nicht so viel los ist, nicht so viele Leute sind. Und ja, ich möchte euch da jetzt einfach mitnehmen und wünsche euch mit dem Video ganz viel Spaß. Ich freue mich wie immer über zahlreiche Kommentare, freue mich über zahlreiche Likes. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes geteilte Video. Also, dann würde ich sagen, ich steige jetzt mal ins Auto und fahre das Auto raus und dann geht's los. Ja, das Auto ist startklar und wie ich euch ja gesagt habe, möchte ich heute eben auf den Markt fahren, der immer dann ist, wenn Großbuddha-Tag ist. Und deswegen möchte ich da heute hinfahren. Ich wollte eigentlich früher losfahren, war aber nicht möglich aufgrund vom Regen wieder. Es hat die ganze Nacht geregnet, es hat dann so langsam am Morgen aufgehört und dementsprechend ja, habe ich dann noch ein bisschen gewartet, aber ich denke, von der Uhrzeit her müsste es jetzt da noch passen. Wie gesagt, der Großbuddha-Tag ist unter der Woche jetzt und von daher erhoffe ich mir, dass da nicht so viele Leute sind, dass ich da zum Film komme. Möchte auch selber noch was einkaufen. Pflanzen, ehrlich gesagt, möchte ich noch ein bisschen warten, aber ich möchte mir so ein Netz, so ein Fischernetz, wo sie haben, zum Auswerfen, möchte ich mir kaufen. Ich möchte es auch gern lernen, dass ich da nicht immer auf, sage ich mal, andere Leute angewiesen bin. Wenn ich mal Fische aus meinem Teich will, mal schneller brauche, um zum Räuchern, dann kann ich das auch vielleicht mal selber versuchen. Und ja, möchte mir so ein Netz kaufen. Dann ist der weitere Plan eigentlich, je nachdem, wie das Wetter natürlich mitspielt, dass ich nach dem Markt noch nach Sakonakon fahre, um dort mir ein kleines Fiberglasboot zuzulegen für zwei Personen. Meine Frau hat mir da gesagt, macht es. Und zwar ist der Gedanke da einfach, dass ich da einfach aus unserem See, aus dem großen See, wo die vielen Seerosen dort sind, dass ich da immer wieder Seerosen abernten kann, auch mal schneiden kann, ja, die Blüten nehmen kann. Ganz jetzt gerade zum Großbuddha-Tag sind anscheinend die Blüten von den Seerosen sehr beliebt, ja, und da ist einfach der Gedanke, da kann ich denn so vom Boot aus denn schneller abernten. Und ich weiß, in Sakonakon gibt es jemand, der Boote verkauft, und da möchte ich heute auch noch vorbei. Vielleicht nehme ich euch da dann auch noch kurz mit, aber jetzt würde ich sagen, fahre ich erstmal auf den Markt und dann zeige ich euch, was dort so geboten ist. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall dann viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt hier auf dem Markt angekommen. Es ist schon wieder eine wahnsinnige Menschenmasse hier, aber nichtsdestotrotz, ich werde trotzdem heute durchlaufen. Es geht, letztes Mal war es noch schlimmer. Ja. Auf diesem Markt hier gibt es einfach wirklich alles von Messern, von Gartenbedarf, Pflanzen, die man kaufen kann, Essen natürlich, das darf natürlich nicht fehlen. Aber hauptsächlich, sage ich mal, Pflanzen, ja, ansonsten noch alles mögliche, andere Kleider natürlich auch wieder. Ich würde nachher einfach mal kurz ein bisschen durchlaufen, euch ein bisschen zeigen, was es hier gibt. Hier auf jeden Fall schon mal, könnt ihr schon mal sehen, hier gibt es eine reichliche Auswahl an Pflanzen. Ich zeige euch das mal. Also hier kann man wirklich alles kaufen, von Mangobäumen zu Kokosnusspalmen, Rambutanbäumen, also alles Mögliche.
gibt hier wirklich eine reichliche Auswahl. Wenn man hier also Pflanzen braucht, wenn man irgendwas zum Pflanzen braucht für zu Hause, dann sollte man an Großbuddertag hierher kommen. Ich würde sagen, ich gehe mal in einen Bereich, wo nicht ganz so viele Autos fahren, dann ist es für euch auch angenehmer. Jetzt hier in die nächste Straße abgebogen. Man sieht da jetzt so Holzbretter zum Schneiden. Dann haben wir hier wieder Durienne. Rambutan wieder. Dann hier wieder alle möglichen Pflanzen. Tomaten. Ja, also die Auswahl hier ist um einiges größer als auf den anderen Märkten, die ich euch gezeigt hatte. Da könnt ihr hier doch einiges mehr bekommen. Also einfach auch was andere Sachen anbelangt. Also nicht bloß Essen, nicht bloß Kleider. Hier gibt es Haushaltsartikel, Kosmetik, alles Mögliche. Dann gibt es natürlich auch wieder unzählige Essensstände hier. Ich zeige euch mal, ich bin jetzt in der Tempelanlage hier drin. Hier werden auch viele Pflanzen angeboten, Essen natürlich auch. Da seht ihr Getränkestände, Essensstände. Auch wieder Essensstände. Denn hier auch wieder Pflanzen. Auch wieder Pflanzen. Und hier auch wieder. Ja, also die Auswahl ist riesig. Hier daneben sämtliche Behälter, die man kaufen kann, Blumentöpfe. Ja, die Auswahl ist wirklich gigantisch. Ich würde sagen, ich gehe noch mal ein bisschen ins Innere. Weil, ja, also hier ist es unmöglich, irgendwie vernünftig zu laufen. Hier fahren Autos, Motorräder kreuz und quer. Ich verstehe oft nicht, warum man hier den Bereich da nicht sperrt. Für Motorräder und Autos, aber ja, ist halt Thailand. Ja. Ja, gehen wir ein bisschen weiter und schauen, was ich euch auch noch so zeigen kann. Was ich hier auch immer ganz schön finde, sind die Schilder an den Pflanzen, die man kaufen kann. So ist es auch für mich, für einen, sage ich mal, dummen Phalang auch möglich zu sehen, was das für Pflanzen sind. Ich finde das immer toll, für mich ist das immer mega einfach, denn zu sehen, um was es sich da handelt. Ja. Meine Frau erkennt da alles an Blätter, aber ja, ich teilweise schon auch, aber so weit bin ich einfach nicht. Ich zeige euch mal kurz die Schilder. Seht ihr jetzt die Schilder? Das ist zum Beispiel Rambutan, Shampoo. Ja, so ist es denn für mich viel einfacher zu erkennen, um welche Früchte sich das da einfach handelt. Ja, ja, wie gesagt, ich laufe jetzt mal noch weiter und dann zeige ich euch noch ein bisschen was. Ja, jetzt stürze ich mich wieder ein bisschen in die Menschenmassen, zeige euch so, was es hier so gibt. Da werden gerade wieder so Kutteln zubereitet. Dann hier so ein bunt gemischter Laden. Hier wieder Kleider. Hier frittiertes Hähnchen, hier wieder die Taschenabteilung, Uhrenabteilung. Dann werden hier Blumen gebunden für den Buddha-Tag. Dann hier wieder Schuhe. Ja, also ihr seht die Auswahl auch hier auf dem Markt, die ist riesig. Ja, hier dann natürlich auch wieder Früchte. Wieder der Rambutan. Da hinten wieder Durienne. Dann hier bekommt man die ganzen
am Buskörbe, um den Sticky Rice zubereiten zu können. Dann auch so Körbe, wenn man fischen geht, wo man die Fische dann reintun kann. Dann den Topf eben, um den Sticky Rice zu erhitzen. Hier dann eben Messer, alles Mögliche für den Gartenbedarf. Ja, also die Auswahl, die ist hier wirklich riesig. Und solche Stände gibt es hier bunt gemischt durch den Markt. Also da fehlt es wirklich an nichts. Also hier auf dem Markt bekommt man wirklich alles, von A bis Z. Denn hier auch wieder Süßigkeiten am Start, kleine Desserts. Hier gibt es Donuts in allen möglichen Ausführungen. Und hier gibt es kleine Vögel, gegrillte Vögel zu kaufen. Auch wieder Taschen. Da die Abteilung für die Insektenliebhaber. Und wenn man wieder fertige Speisen will, dann kann man das hier auch kaufen. Partei. Ja. Wie gesagt, die Auswahl ist hier riesig. Hier auch wieder so ein Stand mit Messer, mit Körbe. Da seht ihr wieder die Körbe. Dann hier kleine Bambusangeln. Auch wieder für den Gartenbedarf. Messer. Ja, die Auswahl, wie gesagt, sehr riesig. Ja, auch Hühner kann man hier kaufen. Ich finde das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ja, wenn man sieht, wie die hier gehalten werden, wenn man sieht, wie die mit Farbe besprüht werden, ich zeige es euch mal kurz. Da seht ihr jetzt die kleinen Hühner und sowas da, das finde ich einfach nicht schön. Das ist einfach für mich eine Tierquälerei. Ja. Denn hier die Seafood-Abteilung wieder, wo es wieder Tintenfisch gibt, Krevetten. Ja, ich laufe jetzt mal weiter, weil hier wird es jetzt wieder relativ voll. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Ja, jetzt wieder im nächsten Gang zeige ich euch auch, was es hier so gibt. Hier gibt es Schmuck, Taschen, dann Hängematten, dann Kleider. Ja, jetzt wird es hier wieder eng, weil immer so kleine Wagen, die auch was verkaufen, zwischendurch hier drin stehen. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, denn zu laufen hier ist eh schon so viele Leute. Und hier gibt es Spargel für die Spargelfreunde. Pilze, auch wieder Schuhe, Unterwäsche. Dann hier frittiertes Hähnchen, Pommes, dann hier wieder die Sushi-Abteilung. Ja, verhungern tut man hier auf dem Markt definitiv nicht. Inzwischendurch ja auch immer wieder Früchte, die man kaufen kann, in wirklich riesiger Auswahl. Ihr seht da jetzt wieder den Rambutan. Hier hinten Pilze, die habe ich auch schon probiert beim Neffen, die sind eigentlich fein. War mir jetzt nur nicht sicher, ob das wirklich die Pilze sind. Ja, ich laufe mal weiter.
aber der Markt füllt sich jetzt schon wieder. Ja. Ich denke, dass ich hier nicht mehr lange filmen kann oder werde, ja, weil es einfach wirklich zu voll wird. Aber ich fange euch einfach ein paar Szenen ein, werde euch da ein paar Slow-Motion-Szenen einblenden. Biege jetzt mal noch in den anderen Gang ein, mal schauen, was es dort so gibt. Ja, ihr hattet ja auch geschrieben in dem letzten Marktvideo, dass das teilweise immer erschreckend ist, wenn man hier die Preise sieht, wie niedrig die Preise sind, ob sich das dann überhaupt noch lohnt für den Verkäufer. Ja, der Meinung bin ich auch. Aber ja, ich sag mal so, die Leute haben denn was zu tun, haben eine Arbeit. Klar, ich denke, dass der Preis hier oft nicht gerechtfertigt ist, wenn man bedenkt, dass manche hier wirklich alles selber anpflanzen, anbauen. Und ja, wenn man dann auch den Benzin und Sprit berechnet, wo man denn hier herfährt auf diese Märkte, und das ist ja nicht bloß ein Markt immer, ja, dann ist das schon ja, erschreckend für die Leute, meiner Meinung nach, weil die da kaum noch was verdienen. Aber ja, es macht trotzdem Spaß, über die Märkte so zu gehen, wenn man sieht, was die Leute da alles so anbieten, was die Leute auch kaufen. Ja. Ich bin da gerne auf Märkte, aber sag ich mal, auf Märkte, die nicht so überfüllt sind. Und hier, ja, also heute geht es wirklich unter der Woche. Aber ja, wenn man da an einem Wochenende hier ist, da kann man hier wirklich nicht mehr laufen. Da hat man wirklich gar keine Chance mehr. Denn hier ist jetzt wieder so eine bunt gemischte Abteilung, die würde ich euch auch gerne mal noch kurz zeigen. Hier bekommt man Brillen. Dann wieder was für den Haushaltsbedarf, Lampen, Verlängerungskabel, dann Uhren, Batterien, Kabel für den Handybedarf. Hier ist wirklich auch wieder alles dabei. Ja, laufen wir noch ein Stück weiter. Hier gibt es Plan zu kaufen. So Planen, die man verwendet, wenn man zum Beispiel den Reis trocknet oder wenn man irgendwas abdeckt. Was ich leider noch nicht entdeckt habe, ist mein Netz, was ich kaufen will, um meine Fische aus dem See zu holen. Das habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt, habe auch schon ein bisschen rumgefragt, aber die Leute sagen, sie haben das auch noch nicht gesehen hier. Mir wurde aber gesagt, hier auf dem Markt würde das geben. Ja, ich laufe mal noch ein bisschen weiter rum. Jetzt habe ich wieder die Abteilung für Robert entdeckt, zeige es euch mal schon. Na, jemand. Oh, ich mein Kind. Mein Kind. กินบ่แบนกินบ่แบนอ๋อสาชื่อเป็นให้น้องอันนี้กินเบื่ออันนี้กินอยู่กินอยู่กินนูกินอันนี้ไม่กินนูผู้สาวอันนี้ผู้เฒ่า Ja, jetzt haben die Leute wieder ein bisschen Spaß gehabt. Die wollten mir gerade die Tochter, hätte ich vorstellen sollen, dass die Tochter vielleicht einen Mann findet. Also ich hoffe mal, dass sie nicht mich gemeint haben. Deswegen habe ich gleich gesagt, ich bin ein alter Mann. Ja, hier wieder Kleider. Und hier gibt es Sonnenschirme und wieder Behälter. Und hier wieder Schuhabteilung. Ja, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch und schaue, ob ich euch was Interessantes finde. Und ansonsten denke ich so, den Markt, ja, ist hier alles so ein bisschen ähnliche Stände. Wenn ich aber was Außergewöhnliches finden sollte, dann schalte ich da nochmal ein für euch.
Ja, was natürlich auch gibt, sind alle möglichen Kräuter. Das zeige ich euch auch mal noch kurz. Hier seht ihr wieder Chili. Dann Zwiebeln, Knoblauch. Dann hier wieder ja, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. Genau, Yadong. Das sind Hölzer und Früchte, die dann gefüllt werden mit dem Thai-Whisky. Ja, das soll auch wahnsinnige Kräfte entwickeln. Denn hier wieder Plan. Ja, so allzu viel Interessantes habe ich nicht mehr entdeckt für euch. Ich denke, so ein bisschen was habt ihr gesehen. Werdet euch da sicherlich die ein oder andere Szene zwischendurch immer mal einblenden. Und ja, das ist so der Markt hier am Großbuddha-Tag, wo es dann eben so alles Mögliche gibt, hauptsächlich aber auch Pflanzen. Und ja, es lohnt sich hier definitiv auch mal vorbeizukommen. Mir persönlich, wie gesagt, hatte ich euch ja gesagt, ist der Markt einfach zu voll. Ich war auch relativ frühzeitig da, da war es noch einigermaßen leer, aber jetzt füllt er sich schon wieder wahnsinnig. Der Markt hier findet immer statt von 7 Uhr bis 12 Uhr und ja, um 12 Uhr ist dann Schluss und dann gehen die Leute wieder nach Hause und die Leute bauen hier die ganzen Stände ab und ja, ich werde jetzt auch ein bisschen weitergehen, noch eben nach Sakon fahren, mal schauen, ob ich euch dann noch den Bootskauf zeigen kann. Ich würde sagen, fahren wir ein bisschen weiter und dann sprechen wir nachher wieder. Ja, jetzt habe ich mir so ein Boot gekauft, so ein Fiberglasboot, gibt es leider keins mehr. Ich habe jetzt so ein ganz normales PVC-Boot genommen. Ja, bin damit auch zufrieden, konnte am Preis noch ein bisschen was machen. Zeigt euch mal schnell die Boote. Das sind jetzt so kleinere Ausführungen. Denn hier so ein Boot, was ich gekauft habe, aber in der Farbe blau. Einfach für zwei Personen, das ist für meinen See und falls ich mal doch auf den Fluss raus will, einfach perfekt. Das ist der junge Mann, der mir das verkauft hat. Und ja, das Boot wird jetzt gerade verstaut. Und dann nehme ich das mit nach Hause. Er hat mir versprochen, dass das eigentlich problemlos auch auf meinen Beiwagen passt. Das werde ich dann zu Hause mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Boot und kann mir da die Seerosen aus meinem See holen. Ja. So, bezahlt habe ich schon und den Preis verrate ich euch dann nachher zu Hause, wenn ich den Abschluss mache. Jetzt habe ich gerade auf dem Nachhauseweg noch so ein Tempelfest hier entdeckt. Habe dann zwei Damen gefragt, was hier passiert. Ja, ich mache hier einfach auch noch ein paar Szenen und zeige euch schnell die zwei Damen. Da sind die zwei Damen. Wadi Grab. Schüerlei Grab. Hasini. Hasini. Lawan, ka. Lawan. Ja. Okay. So oh, tam dai, tam, tam. So hai. So hai. Ni chut Puthai. Puthai Sakonnakhon. Krab. Walk long way. Walk long way. Kao Thepo. Okay. Okay. Every people. 100. 100 people. 100 kon. Okay. 100 kon. 100 kon. Krab. Oh, sweet. Chang bei duai, ja? Mit Elefanten. Da hinten seht ihr die Elefanten, da werde ich jetzt mal noch schnell hingehen. Dann zeige ich euch da einfach auch noch kurz ein paar Szenen auf dem Nachhauseweg. Also jetzt habe ich gerade jemanden entdeckt, der mir erklärt hat, um was es hier geht. Er würde euch mal kurz erklären, um was es da geht. Und dann, ja. Wani, wani alaini. Hi. Wani. Today I have
Welfare of the Bone Buddha. Buddha. Bone Buddha. Buddhism believe that the holy for them. Yes. Yes. And have the mind for them, good for everybody. Okay. Yes. Okay. And everybody believe that holy for his life. Okay. 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 Thank you. Thank you. Ja, also heute ist wieder Geburtstag vom Buddha. Ich zeige euch einfach ein bisschen mal noch was, sofern es die Musik hier zulässt. Ja, hier seht ihr jetzt die ganzen Leute, die sich an dem Fest beteiligen. Sie haben mir gesagt, dass hier gleich noch so ein großer Umzug stattfindet. Und ja, es wird anscheinend eine größere Strecke denn absolviert. Da laufen die ganzen Tänzerinnen, die ganzen Tänzer, die Elefanten, die Mönche laufen da anscheinend durch Sakon Nakhon. Ja, schade, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe und weiter muss. Ich denke, das wäre auch noch interessant gewesen, aber ich denke, ja, so ein paar Szenen kann ich euch hier noch einfangen. Ja, also ich habe euch da jetzt auch noch ein paar Szenen mit eingefangen. Ich mache mich jetzt wieder auf dem Nachhauseweg, weil es bedeckt sich hier schon wieder gut. Ich denke, dass das bald wieder zu regnen anfängt und fahre jetzt nach Hause und ja. Mach dort noch den Abschluss dann. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zu Hause. Zu Hause wieder angekommen. Ich würde das Video jetzt an der Stelle hier jetzt beenden. Ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich euch sage, wie viel ich bezahlt habe für das Boot. Das Boot hat mich gekostet. Er wollte anfangs mehr. Ich habe dann ein bisschen gehandelt. Ich habe noch ein Paddel mit dazu genommen aus Holz. Sofern das Boot denn mal, oder nicht sofern, das kommt sicherlich zum Einsatz. Muss mal schauen jetzt die nächsten Tage, wenn ich das mal ausprobieren kann. Werde ich euch da auch ein Video davon machen, denke ich. Und ja, das Boot hat eben gekostet jetzt mit dem Paddel zusammen 5.400 Baht. Das sind umgerechnet um die 132 Franken und ja, ich finde, das geht für den Preis, das ist okay. Das ist ein Boot für zwei Personen, es hätte noch eine kleinere Ausführung gegeben, aber die kleinere Ausführung, der vertraue ich nicht, ja, zumindest nicht für mein Gewicht. Ich denke, wenn da ein Thai drin sitzt, dann geht das wieder, wenn da ein Europäer drin sitzt, dann wird das ein bisschen anders sein. Und deswegen, ich habe einfach ein bisschen Größeres genommen, dass ich auch mal, ja, in dem Kleinen, da hätte ich gerade mal selber drin Platz gehabt, sage ich mal. Und jetzt in dem bisschen Größeren, da kann ich wenigstens auch mal eben ein Messer oder irgendwas reinlegen, denn ins Boot, oder kann da von mir aus auch mal angeln auf dem See draußen, vom Boot aus. Ja, ich denke, das ist okay, das ist eben ein PVC-Boot. Und ich denke, für meine Zwecke wird das definitiv ausreichen. Und ich kann das sicherlich auch mal nutzen, um hier auf dem Fluss irgendwo rum zum Paddeln ein bisschen. Bin am Überlegen, ob ich mir dann noch ein zweites Paddel zulege und vielleicht mal schauen, ob ich da so Aufsätze bekomme, dass ich da vernünftig rudern kann, weil das hat das Boot nicht. Dann muss ich mir mal schauen, ob es da irgendwo was in einem Online-Shop was gibt, wo man noch nachträglich montieren kann. Muss ich dann mal schauen. Ja. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Der Markt in Akkad am Nuai, der Markt, der immer an Van Pa ist. Ich hoffe, dass euch die paar Szenen da gefallen haben. Ich hoffe, dass euch auch die paar Szenen gefallen haben mit meinem spontanen Besuch bei dem Tempelfest dort. Ja, ich fand das ein bisschen witzig. Die wollten mich dann noch einladen. Ich hätte dann auch noch da bleiben sollen. Ich hätte auch noch einen anderen Tempel anschauen können. Aber ja, ich wollte einfach nach Hause. Für mich ist so eine Reise nach Sakon immer. Bin dann wieder froh, wenn ich hier wieder zu Hause bin, in der Ruhe, in der Gemütlichkeit hier. Ja, deswegen, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video hier. Ich werde jetzt noch rausfahren zu meinen Tieren. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, dann bin ich glücklich. Und ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder.
Und ich sage wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, euer René aus Thailand. Macht's gut. Promise I won't forget.